Die nächsten beiden Referate gehen jetzt beide um die Heizung. Zuerst um die Leistung und dann um die Energie, die Leistung. Das macht jetzt der Reto Gadola. Besten Dank, Christoph. Geschätzte Anwesende, es freut mich sehr, dass ich heute im Namen der Kommission 84 euch über die neue Norm erzählen darf, wo es ja darum geht, Leistung zu rechnen, die man ja dann braucht, um auch das Wärmeabgabesystem im Raum zu definieren. Bevor ich loslasse, zwei, drei Worte noch zu meiner Person. Also, ihr habt es ja vorhin gesehen, auch bei der Folie, bei der Eingangsfolie. Ich bin von der Hochschule Luzern. Dort etwa schon 20 Jahre dabei. Und meine Schwerpunkte sind eigentlich schon seit Jahren auch sicher Normberechnungen, Tätigkeit in Lehr- und Weiterbildung. Es ist auch so, dass ich eine Forschungsgruppe leite bei uns an der Hochschule und auch Studien bearbeiten. Ich habe jetzt hier, das war ein Thema, bevor wir losgelegt haben, SIA Tech Tool, das ist auch noch etwas, das noch da ist, aber das wird ja dann nachher auch relativ früh dann schon abgelöst, SIA Tech Tool. Gut, eine Übersicht über die Normen, die wir haben beim SIA. Die hätten wir vermutlich ganz am Anfang können zeigen, die Folie. Und ich erlaube mir jetzt, die hier eigentlich zu erwähnen, weil ich davon ausgegangen, also Leute, die sich mit HALK auseinandersetzen müssten, zumindest einmal von den Normen, die ich aufgeführt habe, mal gehört haben. Und wir haben da auch überall ein Eis drauf. Also wir haben heute schon einige neue Normen vorgestellt. Es wird auch so sein, dass in den nächsten paar Monaten doch einige neue Normen auf den Markt kommen. Sie sind ja gegliedert ganz grundsätzlich so in grundsätzliche Sachen. Wir haben auch Normensachen, die wir drin haben. Wir haben spezielle Normen. Und wir haben verschiedene Kommissionen, wo wir auch den Lüftung behandeln. Wir behandeln Warmwasser, Elektrizität. Und wir, wo wir jetzt, ich und der Martin, wo nachher kommen, wir sind in den Heizungsbereich tätig. Wenn ich beim Heizungsbereich hineingehe und die Normen anschaue, über die Normen, die ich heute euch erzähle, das sind sogenannte Berechnungsnormen. Und wenn wir hineingehen, ja, für was brauchen wir eigentlich so Berechnungsnormen? Ich habe das schon erwähnt. Wir haben natürlich Leistung, die man berechnet. Wir haben Wärme, die man berechnet. Wir berechnen auch Energie. Und da haben wir jetzt für nicht klimatisierte Gebäude haben wir die Möglichkeit für das Wärmeabgabesystem, also das ist Fußbodenheizung oder der Heizkörper, eine Leistung zu bestimmen, und das macht man mit der 384-2. Die bildet Basis nachher auch für die Auslegung vom Wärmeerzeuger. Das ist ein von den drei Bestandteilen, wo in der 384-1 beschrieben wird. Wenn ich nicht klimatisierte Gebäude anschaue, dann habe ich natürlich da eigentlich, müsste ich auch dort das Wärmeabgabesystem nach 384-2 auslegen. Wenn Sie aber ganz bestimmt und das auch mit der dynamischen Berechnung machen wollen, dann dürfen Sie das natürlich, dann müssen Sie dann einfach mit dem Bauherr ein Einverständnis dann einholen. Klar ist, dass dann bei den Wärmeerzeugern natürlich dann bei klimatisierten Gebäuden auch auf 382 kann gehen, also auf ein dynamisches Verfahren. Die Wärme ist natürlich, wenn wir beim statischen Verfahren sind, 381. Und das 381 ist nachher auch Grundlage darum 84.3, das wurde Martin nachher erzählt. Und da auch ganz klar bei grösseren Gebäuden ist auch da die Möglichkeit natürlich, dann das dynamisch zu rechnen. Und dann hat man natürlich eine andere Grundlage. Das wäre jetzt das 384.2. Der Fokus, wie gesagt, haben wir heute beim 384.2. Wenn wir dort die Geschichte anschauen, dann haben wir, also ich bin tatsächlich noch einer, der auch mit der alten 384-2, die einen können Sie erinnern, mit den Alpha-Werten, wo wir da noch Fugen verlöscht und so gerechnet haben. Ich habe jetzt hier angefangen, dass wir eigentlich 2003 von der EN her eine EN-Norm vorgelegt gekriegt haben, wo eigentlich dann das Berechnungsverfahren beschrieben hat, wie man eine Leistung berechnet für die Auslegung vom Wärmeabgabesystem. Man hat dort ganz bewusst, und das ist etwas gewesen, ich glaube, es ist ziemlich einzigartig gewesen, es ist, glaube ich, auch nicht mehr wirklich so wiederholt worden. Aus guten Gründen hat man ganz ein spezielles Anhang geschrieben zu dieser EN-Norm und hat dann nachher gesagt, jawohl, das ist jetzt meine 384-201, die Norm, wo jetzt die meisten von Ihnen in den letzten Jahren sehr viel gerechnet haben.
Die Kommission ist dann hergegangen und hat auch gesagt, wir brauchen eine Dokumentation. Das hat es früher auch schon gegeben, mit dem 384-21. Und dann hat man jetzt hier auch gesagt, jawohl, wir machen eine Dokumentation. Wir beschreiben in dieser Dokumentation sehr einfach, wie man das berechnet. Und so hätte man eigentlich auch eine sehr gute Grundlage haben, die man auch in der Weiterbildung, in der Ausbildung können brauchen. Es ist doch recht lang gegangen, 2017, bis die Norm im Rahmen vom EPDB-2-Kontext überarbeitet worden ist. Und die hat dann den Namen gekriegt, EN 12831-1. Und auch da hat man natürlich als Kommission, das ist dann bei allen von den Normen, die man dort hat revidiert, auch einen eigenen nationalen Anhang geschaffen. Und hat das auch wieder als 384-201 verkauft. Da hat es leider, muss ich sagen, bei gewissen Leuten ein bisschen zu Verwirrung gesorgt, weil Lehrer und Dozenten, die die Norm gestellt haben im 2018, haben plötzlich ganz eine andere 384-201 gekriegt und sind dann nicht so ganz daraus gekommen. Aber das hat sich dann nachher auch jetzt letztes Jahr entschärft, weil letztes Jahr in Mitte letzten Jahr ist 384-2 rausgekommen, wo natürlich auf die EN-Norm basiert. Und ganz frisch, jetzt in dem Sommer, hat man jetzt auch Dokumentation überarbeitet. Das ist jetzt neu eine Wegleitung, die rauskommt. Und die ist da, das ist die 409, wo man jetzt das gleiche Gebäude beschrieben hat. Kommen wir hier auf der letzten Folie noch ganz kurz eine Stufe zurück. Wir konzentrieren uns auf 384-2. Ja, die Frage ist natürlich schon, warum hat man jetzt da plötzlich wieder von dem EN-Prinzip abgewichen und macht eine eigene Norm? Und der Grund war, also man hat die Norm natürlich die EN-Norm angeschaut, Transmissionswärmeverlust kann man eigentlich sagen, sind gleich geblieben. Die sind wirklich gleich geblieben wie der alte Norm, aber, und für die Leute, die sich da mit dem auseinandergesetzt haben, fragt man sich schon, ob das Video auf so komplexe Berechnungsverfahren kommen, um so ein einfaches Gebäude zu rechnen. Und das hat nachher eigentlich die Kommission bewogen. Eigentlich, das ist natürlich jetzt da, habe ich jetzt noch aufgeschrieben, dass man zur EN-Norm einen eigenen Anhang macht. Das ist eigentlich keine Entscheidung der Kommission, das ist ein Muss. Das hätte jetzt jede müssen machen, jede Kommission. Aber, und das ist ganz speziell, und vor allem auch wegen dem Lüftungskonzept, dass man gesagt hat, nein, wir machen eine eigene Norm. Wir möchten da eigentlich unseren Planer ein sehr einfaches Berechnungsverfahren vorlegen, wo sie einsetzen können und wo aus unserer Sicht von der Kommission her genügend genau ist, um nach einem Heizkörper und Fußbodenheizungen auszulegen. Geltungsbereich. Also die Norm ist erschienen letztes Jahr im Sommer. Sie heißt Heizungsanlagengebäude Leistungsbedarf. Der Titel ist ganz am Schluss noch geändert worden, damit man dann noch über alle 384 Normen eine einheitliche Benennung hat. Sie ist, wie schon gesagt, nach wie vor natürlich für die Auslegung von Wärmeabgabesystemen wichtig. Sie dient als Grundlage zur Dimensionierung vom Wärmeabgabesystem. Sie gilt grundsätzlich in Räumen, die in der thermischen Gebäudehülle drin sind. Das sind so, wirklich, wenn man jetzt vom Geltungsbereich geht, ist das eigentlich das vom Wichtigsten. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, sie gilt grundsätzlich für alle Gebäude, aber bei den klimatisierten Gebäuden kann man, wie gesagt, auch auf das dynamische Verfahren schwenken. Ja, was hat jetzt geändert? Mal ganz kurz, sicher das Berechnung vom Lüftungswärmeverlust. Da haben wir wirklich sehr stark vereinfacht. Es gibt neuerdings ein Verfahren für höhere Räume, die wir drin haben. Wir haben neuerdings auch Ferienwohnungen. Natürlich hat man früher schon Ferienwohnungen gebaut, aber jetzt steht in der Norm dort explizit auch etwas drin. Wir haben interne Wärmeeinträge, die wir neu wieder dürfen berücksichtigen. Die hat man ja früher mit der alten 382-2 auch schon dürfen machen. Einfluss von Grundwasser hat man den 381 angepasst. Temperaturberechnungskoeffizient hat man jetzt konsequent für alle Thermen, die man rechnet, aufgeführt. Bei den nicht aktiven Räumen hat man eine ganz leichte Anpassung gemacht von der Berechnung. Gebäudeträgheit hat man auch Anpassungen gemacht. Und natürlich Berechnungen gegen Erdreich, da hat man auch gewisse Vereinfachungen gemacht. Ich gehe auf die nächste Folie, auf die fettgedruckten Punkte, noch ein bisschen neuer rein.
Wir starten mit dem Wärmeverlust. Wie gesagt, da haben wir es uns jetzt wirklich einmal sehr einfach gemacht. Grundsätzlich brauchen Sie einfach einen Luftwechselrater. Sie haben dann noch einen Raum mit Fensterlüftung, Sie haben eine Komfortanlage, Sie haben eine Abluftanlage drin. Sie suchen sich aus dieser Tabelle einen Wert aus und multiplizieren den mit dem Raumvolumen und das war's. Viel mehr gibt es nicht mehr bei den Lüftungsverlusten. Also die ganze Infiltration und so weiter, alles weg. Das ist alles, was wir machen müssen, fertig. Ja, natürlich, wie das so ist, hat man natürlich dann in der Ehenorm, wenn man dann wirklich ganz spezielle Situationen hat, jetzt im Bereich der Lüftung, zum Beispiel wenn man Tore hat, die sehr lange offen bleiben, oder wir haben höhere Räume oder sehr hohe Räume, die über 4 Meter sind, oder man hat auch einen Luftwechselrater, der sehr, sehr hoch ist, der jetzt weit über das ausgeht, was man vermutlich für einen hygienischen Bedarf haben muss, dann soll man sich als Planer zumindest einmal überlegen, ob ich nicht das Verfahren nach der EN-Norm verwenden soll. Also es gibt nicht eine Pflicht, dass man das muss dann nachher auf die EN-Norm gehen, sondern die Kommission respektive die Norm sagt, man soll prüfen, ob man nicht auf das Verfahren von der EN-Norm gehen will. Wenn ich bei den höheren Räumen bin, dann hat man dort jetzt eine Möglichkeit, also das sind jetzt Hallenräume, wo man natürlich dann hat, wo 4, 5, 6, 7 Meter hoch sind und da tut man den Transmissionswärmeverlust, tut man da korrigieren. Und die Korrektur, die man hat, die tut man auf Bauteile drauflegen und auch auf Wärmebrücken, die man auch im Raum hat, kommt so eine Temperaturkorrektur drauf. Und wie Sie aus dieser Tabelle sehen, die ich jetzt hier vorgelegt habe, also wenn Sie eine 8 Meter hohe Wand haben, dann wird irgendeine so Mitteltemperatur gerechnet auf 4 Meter, wo die Wand hat aufgrund des Gradients. Und der Gradient ist natürlich abhängig von, ob Sie Strahlungsheizung haben. Dann haben wir in der Regel nicht so eine hohe Differenz zwischen unten und oben von der Temperatur. Oder wenn Sie eine konventionelle Konvektionslüftung haben, dann haben Sie in der Regel natürlich oben und unter dem Dach sehr, sehr viel höhere Temperaturen. Und das zeigt sich da auch in den Faktoren. Da haben wir mit 1 sind Konvention und wenn man natürlich vor allem Strahlungsheizungen hat, ist die Temperaturkorrektur nicht so groß. Also das ist wirklich minim, im Minimbereich drin. Die Lüftungswärmeverluste werden nicht korrigiert. Dort bleiben wir in unserem Verfahren, wie wir es vorhin gesagt haben, mit der Luftwechselrate. Da gibt es nichts mehr. Bei den Ferienwohnungen, das war ein spezielles Wunsch auch von einigen Mitgliedern, die wir jetzt hier hatten, die gesagt haben, wir müssen da etwas hineinschreiben in die Norm, wir müssen das machen. Es gibt ja auch den Bund und ich meinte, es gibt auch Kantone, die heute zum Teil vorschreiben, dass wenn Ferienwohnungen länger leer sind, soll man sie nachher nicht heizen. Was das bedeutet jetzt natürlich, dass natürlich wir in einem Wohnungskomplex, in einem Reihenfamilienhaus, jetzt zum Beispiel jetzt dort Wohnung B, ich habe jetzt hier mir erlaubt, 5 Grad einzuschreiben. Natürlich, ob die auf 5 Grad runtergeht, ist eine ganz andere Diskussion. Wichtig ist da einfach, dass wenn jetzt das der Fall ist, dass die Wohnung über die längere Zeit leer ist und nicht geheizt wird und eine tiefere Temperatur hat, dann müsste ich jetzt das von der Wohnung A her natürlich berücksichtigen. Also da habe ich jetzt einen Mehrverlust. Und das ist ganz klar, dass der Mehrverlust ich natürlich dann auch bei dem Wärmeabgabesystem muss berücksichtigen. Im Normalfall tue ich das aber dann nachher nicht mehr weiter auf den Kessel. Weil ich gehe davon aus, dass wenn ich einen Kessel habe, für alle die Wohnungen, die wir jetzt hier abgebildet haben, dass natürlich, wenn eine Wohnung weniger geheizt wird und die andere ein bisschen mehr braucht, über die Summe eigentlich dann weniger gebraucht wird. Muss aber aufpassen und da muss man dann einfach sehen, dass wenn man dann eine Berechnung macht, dann muss man, wenn man wirklich da bei dieser Ausnahme jetzt, wenn jede Wohnung einen eigenen Kessel hat, dann muss man die interne Wärmeverlust auf den Kessel übertragen. Sonst kann das sein, dass ihr Kessel zu klein wird. Das ist jetzt einfach auch da in der Norm so beschrieben. Und der Hinweis ist vermutlich jetzt in Zürich nicht unbedingt so wichtig. Vermutlich, wenn ich dann richtig Graubünden gehe, wird es dann interessanter. Ja, dann haben wir natürlich Wärmeverlust gegen Erdreich. Das tut man noch immer mit einem äquivalenten U-Wert rechnen. Und die Leute, die die Norm, die alte 384-201 gut kennen, die wissen, da gibt es ganz einen Haufen so Tabellen drin, wo man so B-Wert aussuchen kann.
das ist alles nichts mehr, das haben wir alles weggenommen. Man hat jetzt für die Berechnung vom äquivalenten EU-Wert einfache Formel drin. Und die einfache Formel, mit der erschlägt man Boden, Wand und kann so eigentlich die Verluste rechnen. Die ist einsetzbar zwischen 0 und 5 Meter und natürlich darf man immer auf die ISO-Norm gehen. Ich habe natürlich jetzt noch auf der letzten Folie, zeige ich Ihnen noch ganz kurz auf die Wegleitung eingehen. Wir haben uns das ganz bewusst entschieden, dass wir jetzt das gleiche Beispiel nehmen wie in der Alt, damit wir auch vergleichen können, die zwei Berechnungsteile. Und sie löst Dokumentation 208 ab. Und auch ist wirklich auch als Nachschlagewerk denkt, als Schulungswerk denkt oder auch als Ausbildung, als Grundlage für das Kennenlernen vom Berechnungsgang. Ja, ich hoffe Ihnen, dass ich mit diesen wenigen Folien die Norm ein bisschen näher gebracht habe und freue mich jetzt auf Fragen. Besten Dank.